Man sagt, die Vergangenheit könne uns vieles lehren. Und dass die Geschichten früherer Taten bestimmen, wer wir heute sind und was wir in Zukunft sein werden. Es heißt, dass solche Geschichten uns beim Erzählen jedes Mal mit dem Licht ihrer Wahrheit erleuchten. Ich werde hier eine solche Geschichte erzählen. Ich kenne sie sehr gut, habe ich doch fast mein ganzes Leben damit verbracht, sie Stück für Stück zusammenzusetzen und hier in diesem Buch der Nachwelt zu erhalten. Jahre habe ich damit zugebracht, jeden Abschnitt gründlich zu studieren, jede Zeile zu durchdenken und jedes Wort im Gedächtnis zu bewahren. Vielleicht werde ich jetzt beim Erzählen endlich die Antworten auf meine Fragen finden. Unsere Geschichte spielt im Norden von Ferun, in einer Region, die als Eiswindtal bekannt ist. Ein hartes, gefrorenes Land, das vom Rest der Welt durch eine Wand spitzer Berggipfel, dem Grat der Welt, abgeschnitten ist. Seit Jahrhunderten leben in den eisigen Ebenen des Tals die Barbarenvölker der Utgard und Regetmänner. In kleinen, eng verwobenen Stämmen zusammengedrängt, lebten die Barbaren ein einfaches Leben. Frei, stolz und vor allen Dingen unabhängig. Eines Tages jedoch kam ein Erzmagier namens Arakon in das Eiswindtal. Mit einer Armee von Söldnern wollte Arakon den Norden erobern und die wilden Barbarenvölker in die Sklaverei zwingen. Der Kampf dauerte mehrere Wochen und die verstreuten Barbarenstämme erlitten schwere Verluste. Eine Niederlage schien unvermeidbar. In dieser ausweglosen Lage forderte der Barbarenschamane Jerot die Einberufung eines Rates aller verbliebenen Stämme des Nordens. Jerot war ein geachteter Krieger. Und so gelang es ihm, die Ratsmitglieder davon zu überzeugen, dass sie Arakon nur dann besiegen könnten, wenn sie ihre Zwistigkeiten beiseite legten und geeint gegen ihn vorgingen. Mit neuer Zuversicht scharten sich die Barbaren um ihren neuen Anführer. Diese vereinte Kampfkraft der Nordmänner erwies sich als zu stark für Arakon, der auf die Spaltung der Stämme gezählt hatte. Welle um Welle schlug das Heer der Barbarenkrieger gegen Arakons Söldnerarmee und zwang sie zuerst in die Defensive und dann zum Rückzug. Als seine Armee um ihn herum zerfiel, unternahm Arakon eine letzte Verzweiflungstat. Mit Hilfe seiner verbliebenen Zauberkraft zerbrach der Erzmagier die Grenzen der Ebenen und öffnete gewaltsam ein Portal zu den unteren Ebenen. Das Siegesgeheul des närrischen Erzmagiers wurde in Sekundenschnelle zu Schreien des Grauens, als die schrecklichen Dämonenformen aus dem Portal hervorkamen und auf das Schlachtfeld strömten. Das plötzliche Erscheinen der Dämonen vereinte die Kämpfer, ob nun Barbaren oder Söldner, im Kampf gegen diese neue Gefahr. Die verbliebenen Krieger stürmten das Portal, um die Höllenbrut zurückzutreiben, und starben zu Hunderten. Als seine Männer um ihn herum in Scharen abgeschlachtet wurden, schaute der Barbaren-Schamane Jerot vom blutgetränkten Schnee des Schlachtfeldes auf und erblickte hoch oben, auf einem Grat in der Ferne, eine einsame Figur. Jerot deutete diese Erscheinung sofort als Omen seines Gottes Tempus und erkannte, was zu tun war. Den Namen seines Gottes ausrufen, bahnte er sich einen Weg durch die Reihen der Dämonen und stürzte durch das Portal. Als Jerots Blut sich mit den Energien des Portals verband, erstarrte das Schlachtfeld in einer Explosion weißen Lichtes. Als das Licht nachließ, waren die Dämonen verschwunden und das Portal geschlossen. An seiner Stelle befand sich nun eine schwere, runde Steinplatte. In ihrer Mitte lag Jerots Körper, eingefroren in seinem letzten Moment der Qual und des Triumphes für alle Ewigkeit. Dies ist jedoch nicht das Ende unserer Geschichte. Es ist erst der Anfang.
Ja, und nach diesem epischen Intro begrüße ich euch recht herzlich mit einem lauten Hi-Ho, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zum neuesten Projekt auf meinem Kanal, nämlich Icewind Dale. Eines meiner Lieblingsrollenspiele der alten Zeit. Eines meiner ersten Rollenspiele der alten Zeit. Sogar älter als Diablo. Was viel heißen soll. Ja, wer meine Baldur's Gate Rollenspiele verfolgt hat, der dürfte einigermaßen wissen, was uns hier erwartet. Es ist nämlich dieselbe Engine, dieselbe Welt, dasselbe Gameplay. Nur, dass wir in diesem Spiel hier eine ganze Gruppe erstellen dürfen und nicht nur einen einzelnen Charakter. So, ich gehe mal kurz in die Optionen. Also, wir spielen die Enhanced Edition, nur um es vorwegzunehmen, weil die doch im Gegensatz zum alten Original, das ich ja auch noch rumliegen habe, aber jetzt nicht hier auf Windows 10 unbedingt zum Laufen kriegen will. Auch nicht, weil ich die ganzen Mods und so installieren möchte. Hat das die Enhanced Edition ja einige kleine Quality of Life Changes. Gerade was die Spieleinstellungen betrifft. Sind solche Sachen wie die maximalen TP bei Stufenaufstieg oder bei Rast komplett heilen. Wir könnten sogar den heimlichen Angriff der dritten Edition freischalten, was ich jetzt aber nicht mache. Ich möchte das meiste lieber im Original haben. Oder der Geschichtsmodus, der einfach die Schwierigkeitsgrad auf mehr als einfach stellt. Ja, kein EP-Bonus aufgrund des Schwierigkeitsgrades. Also der Schwierigkeitsgrad ist auf D&D-Regeln gestellt, also auf klassisch. So wie ich es eigentlich auch in Baldur's Gate 1 und 2 gemacht habe. In Baldur's Gate 1 hatte ich halt, also in meinem ersten Let's Play davon, ich habe ja vor, ein zweites zu machen, kann auch sein, dass es jetzt hier Leute gibt, die beiden Baldur's Gate Let's Plays sehen, wenn das zweite irgendwann draußen ist und dann Icewind Dale sehen. Also in meinem ersten Baldur's Gate Let's Play habe ich im ersten Teil eine Mod installiert, die maximalen TP beim Stufenaufstieg machen. Und im zweiten Teil habe ich dann halt immer die Schieberegler auf einfach gestellt vor dem Level Up. Weil man dann die vollen XP, vollen TP gekriegt hat, also Trefferpunkte. Das ist so die einzige Sache, die mich an den Standardregeln immer gestört hat, weil das macht's nervig oder schwierig, weil man ständig Quicksave, Stufenaufstieg, schlechter Wurf, Quickload, Stufenaufstieg, schlechter Wurf, bis man bei einem Wurf hat, der einem einigermaßen passte. Weil es ist doof, wenn man nur einen Trefferpunkt beim Stufenaufstieg kriegt. Habe ich lieber die maximalen Trefferpunkte, wenn ich schon auf Standardregeln spiele, die für dieses Spiel schon recht schwierig sind, dann möchte ich wenigstens diese Sache haben, dass ich die maximalen TP kriege. Und ja, Videosequenzen. Oh. Sieht man, habe ich in der Enhanced Edition noch nicht sehr weit gespielt. Also da sieht man die Videosequenzen, die ich schon freigeschalten habe. Also zum Beispiel das Rasten im Gasthaus. Und so weit zurück wollte ich nicht. Gut, also Einzelspieler. Spielladen dürfte nichts bringen. Ich habe meinen Privatsafe weggesichert. Wir starten ein neues Spiel und müssen erstmal unsere Party erstellen. Wie ich es ja schon gesagt habe, also 6 Leute müssen wir erschaffen. Ich war zuerst am Überlegen, ob ich die alte Standardaufstellung mache. Also die ich eigentlich schon privaten Spieler bevorzugt habe, das wäre nämlich Paladin, also männlicher Mensch Paladin gewesen, Halbelf Waldläuferin, Zwergkrieger, Elfendruidin, Gnom oder Halblingsschurke und dann noch menschliche Magierin. Aber ich werde ein bisschen was ändern, also wir fangen mit Paladin an. Der bleibt gleich, weil der Paladin bin ich. Also menschlicher Paladin. Und ja, ich finde es schade. Ich hätte mal gucken sollen, ob ich die Porträts aus Icewind Dale 2 hier rein importieren kann. Weil es gibt da für den Paladin im zweiten Teil ein ziemlich passendes Porträt.
im ersten Teil gibt es auch eins, was ich auch ziemlich mag, was aber nicht ganz so passend ist. Wo ist er denn? Er hier nämlich. Ja, so das Standard-Paladin-Porträt. Im zweiten Teil gibt es dann noch ein besseres. Ich glaube, wenn man in meinen Kanal guckt, sollte man das sogar oben rechts sehen. Das ist nämlich mein YouTube-Logo. Also mein YouTube-Profil-Logo. So, Rasse ist natürlich Mensch. Weil wir wollen einen Paladin machen. So, beim Paladin haben wir jetzt ein paar Möglichkeiten. Wir könnten einen Ritter machen, so wie ich es in Baldur's Gate 2 auch schon gemacht habe. Was sogar die beste Wahl wäre, natürlich, weil Geschosswaffen brauchen wir jetzt nicht unbedingt als Paladin. Dafür die Trefferwürfe gegen Drachen und Dämonen und so sind gar nicht mal so schlecht. Furchtbaren und die Immunitäten. Ja, machen wir einen Ritter aus ihm. Er passt auch vom Bild her auch gut als Ritter. Gesinnung muss er natürlich rechtschaffen gut sein. So, jetzt kommt das schöne Attributewürfeln. Da finde ich, haben sie noch was Nettes gemacht, nämlich hier unten die Würfelsumme eingeblendet. Ich werde nicht lange würfeln, muss ich zugeben. Ich will so einen Wert. Ja, die 88 war gar nicht mal so schlecht. Also bei den anderen Charakteren werde ich nicht so lange würfeln. Das ist einfach immer meistens der Paladin, der so ein bisschen mehr braucht. Ich hätte die 88 nehmen sollen. Na, die 87 ist auch nicht schlecht. Ja, okay, da will ich dann doch ein bisschen mehr Stärke. Ich möchte so Stärke 1850 oder höher. So, da haben wir die 88 wieder. Also, bei dem Paladin für, das ist halt immer das Doofe mit der Stärke da oben. Das ist mir nämlich wichtiger, gerade als die anderen Sachen. Okay, damit bin ich zufrieden. Mit der 87 bin ich auch zufrieden. So, das wären nämlich die guten Stats. Also worauf es mir ankommt, beim Paladin ist Charisma und Stärke als Hauptattribute. Die sollten Maximum sein. Und die Sekundärattribute will ich wenigstens auf 15 haben. Also ja, damit bin ich zufrieden. Konstitution ist auch gut. So, Fähigkeiten. Bastardschwert natürlich 2 Punkte. Weil was anderes würde er nicht benutzen. Ich mag das Bastardschwert halt beim Paladin immer am meisten. Und Schwert, also Einhandwaffe und Schild. Er wird sozusagen mein Tank. So, Haarfarbe machen wir etwas dunkler. Hautfarbe ist okay, wie sie ist. Die Regler hier sind ein bisschen... speziell so. Das ist die Farbgebung für ihn. Gut, jetzt brauchen wir noch eine Stimme für ihn. Hier komme ich und mit mir die Hölle! Nee. Mögen die Götter mich schützen! Es ist mir eine Ehre. Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Wir verschwenden das bisschen Zeit, das wir haben, indem wir hier rumstehen. Also HOW ist Half of Winter, also Herz des Winters, die Erweiterung in Icewind Dale, nur damit sich die Leute nicht wundern, was das sein soll. Ihr schlaft bald bei den Toten! Ja. Wappnet euch! Ich fühle mich ge... Ich wasch mich! Ich übernehme hier jetzt die Führung. Okay, den brauchen wir für was anderes. Ja! Ich schätze, es war nur... Okay, das reicht. Ich muss schlafen. Da nehmen wir ihn am besten. Die Götter mich schützen! Was ist das? Have at you! Batter them into bloody rubbish! Okay, das sind irgendwelche englischen neuen Stimmen, die jetzt in dein Hearts Edition reingekommen sind, also... Es ist mir eine... Die Dämonen des Schlafes, ja. Wir verschwenden das... Ich fürchte, mich hat es erwischt. Okay, nehmen wir die Stimme am besten. So, und das ist jetzt unser Brenuir. Also wie gesagt, das bin ich.
Gut, als nächstes brauchen wir, also ich will ein bisschen experimentierfreudig heute sein. Wir machen wieder eine Waldläuferin, aber diesmal eine Elfenwaldläuferin.